Vorstufe mit nur einer einzigen Strecke. Aber es ist auch das Einzige, was bezahlbar ist, wenn man nur so um die 20 Teilnehmer hat. Aber der Anfang ist heute gemacht. Und dieses tolle Engagement beim MSC Blankenburg wird hoffentlich diese Rallye auch weiter im Kalender halten. Und wir werden mal sehen, wie wir es hinkriegen, dass wir nächstes Jahr statt 20 vielleicht 40 Teilnehmer haben. Erster Einsatz. Den Lehrgang haben wir übrigens oben auf der Burg in Regenstein in der Gaststätte gemacht. Und da sind wir dann zwischendurch vom Parkplatz oben zur Ruine rauf, immer auf Tanja Hübners Rodelteststrecke rauf und runter gelaufen. War bei uns auch so ein bisschen Konditionszwing. Jetzt eigentlich konnte gar nichts mehr schief gehen, denn Herr Knüpfer hatte vorhin ist dreimal gut über die Prüfung gekommen bei seiner ersten Rallye, er ist gerade 18 geworden, aber dann war der Keilriemen weggeflogen. Er hat repariert, er wird auch weiterfahren, aber er hat die Karenzzeit überschritten und er ist deswegen nicht mehr in der Wertung drin. Aber fährt jetzt praktisch noch, um ein bisschen Erfahrung zu gewinnen, am Ende mit, aber er ist aus der Wertung raus. Das nächste Auto jetzt vorbei, Jürgen Nussbeck und Thomas Schöne, beiden Heidjahr im Golf, praktisch ein ähnlicher Motor. Jürgen Nussbeck, gut unterwegs. Man sieht das hier auch. Damit ihr schön zuhören könnt.
Das war fantastisch. Zur Hundeplatzkehre. 1917, da ist Marco Gruß. Und damit sind wir dabei. Dann ist noch der historische Renner dabei. Lars Wiesler und deine Freundin Canigona mit dem Mika. Das kleine Auto hier in der Schikane. Durchgekommen. Über die Brücke. Leute auf der Böschung. Geht in Deckung. Nein, er bremst aber hier doch mit viel Respekt. Beschleunigt dann sehr früh. Jetzt muss der dicke Audi durch die enge Schikane. Auch das hat er recht gut hingekriegt. Ja, testen. Sie wollen vielleicht den Rallye Mutopa Cup und Rallyes in Italien, Österreich, Slowenien und Bayern in diesem Jahr bestreiten. Geht das ein bisschen schwierig, weil im Mitsubishi kann man normalerweise nicht arbeiten. Und an der Schikane verliert Wolfgang Meyer-Holz immer einige Zehntel Sekunden. Elften Gesamtrang. Einfach für ihn, denn die 2-Liter-Klasse der Gruppe H, da sind immer Jawohl!
Evo 6 im vollen Gruppe Atem, das heißt fast 300 PS. Und für Lukas Zukop, den jungen Co-Piloten, der